Vieles ist heute besser. Die Welt ist besser. Nur weil gerade kein Krieg herrscht, bedeutet das nicht, dass Frieden ist. Er kommt. Einige nennen ihn Apocalypse. Er war eine Art Gott. Über viele tausend Jahre hat er sich Fähigkeiten der verschiedensten Mutanten angeeignet. Er hatte stets vier Anhänger. So wie die vier Reiter. Eric, schließ dich ihnen nicht an. Was auch immer du denkst, in mir gesehen zu haben, ich habe es mit meiner Familie begraben. Gemeinsam bereiten wir die Erde vor. Alles, was sie erbaut haben, wird zusammenbrechen! Und aus der Asche ihrer Welt werden wir eine bessere erbauen! Ich habe noch nie eine derartige Macht gespürt. Schaut! Sie haben ihn mitgenommen. Raven, die Welt braucht die X-Men. Ich bin keine Heldin. Die Schüler bewundern dich. Wenn ich diesen Kids was beibringen soll, dann bringe ich ihnen bei, wie man kämpft. Komm mit mir. Du bist sie. Ich habe keine Angst vor ihm. Magneto, er ist mein Vater. Was? Er und meine Mom, sie ja, haben... Ja, schon klar. Nicht alle von uns können ihre Kräfte kontrollieren. Dann tut es nicht. Apocalypse will diese Welt zerstören. Wir alle gegen einen Gott. Und die mächtigsten Wesen auf Erden. Vergesst alles, was ihr zu wissen glaubt. Nichts davon ist wichtig. Ihr seid keine Schüler mehr. Wir werden ihnen alles nehmen. Ihr seid X-Men. Na, ihr wart ja fleißig. Wir hatten ein wenig Hilfe. Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier. Und heute ist ein ganz, ganz, ganz spezieller Tag. Und heute werde ich sehen, ob die harte Arbeit sich auch wirklich ausgezahlt hat. Ich fliege jetzt nach Köln und von dort aus geht's dann zum Nürburgring, wo meine Fähigkeiten als X-Man ausgetestet werden. Iron Fist ist ja bekanntlich ein bisschen ins Alter gekommen. Und deshalb werde ich heute als Vegan Fist denen mal zeigen, was ich drauf habe. Mittlerweile haben nämlich auch die X-Men gemerkt, dass Vegan Power sich durchsetzt. Und deshalb zeigen wir denen jetzt mal, was läuft. Was für ein wundergeiler Morgen. Ich hoffe, das Wetter bleibt genau so. Es ist zwar ziemlich kalt. Wenn ich mich so anschaue, Leute, hätte ich eigentlich fast die Rolle von Wolverine übernehmen sollen, statt von Iron Fist. So. Let's go. So, und jetzt mal noch ernsthaft, Leute. Ich freue mich natürlich übelst krass, dass ich euch heute auf diesen Tag mitnehmen darf. Es ist nicht selbstverständlich für mich, an den Nürnburgring zu fahren und dort einfach mal mit einem der krassesten Autos überhaupt mit einzusteigen. Diese Chance, die ich hier als Profi-Athlet bekomme, möchte ich natürlich mit euch teilen. Und deswegen würde ich sagen, wir verlieren jetzt keine Zeit und gehen direkt los. Bis nachher. Oh no. Wir haben Stau, wie ihr seht. Ich hoffe mal, ich schaffe es noch pünktlich zum Flughafen. Ich berechne immer sehr, sehr knapp. Hoffe mal, das reicht. Das hier unterschreiben, Leute. Das Auto abgeben, ich gebe es hier am Flughafen. Das ist ein super Service, den ihr hier macht. Die waschen dir das Auto und holen es dir ab, dann musst du selbst nicht parken. Richtig krass. Alright, let's go. Let's go inside. Sollte es eigentlich noch locker reichen. Hoffe ich jedenfalls. Oh, der Bodypass, Abfahrtgate ist A. Super, merci für mal. Merci.
Bye-bye. Sunny day, sunny day. Ja, ich glaube, wir haben Glück gehabt mit dem Wetter. Richtig geil. Flughafen Köln, da sind wir wieder. Ja, Leute, hier reinzukommen wird nicht einfach. Gehen wir mal nach hinten. Oder gehen wir in den hier. So, hi Nadine. Hi Micha. Wie geht's? Alles safe? Alles super. Wo gehen wir jetzt hin? Wir fahren jetzt an den Nürburgring. Oh yeah. Okay, let's go. So Leute, wir sind hier am Nürburgring und ich bin richtig froh, ich habe meine Winterjacke dabei. Du glaube ich auch. Absolut. Checkt's ab. Bam. First time ever. Wo müssen wir jetzt hin, Nadine? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also unser Plan sagt uns, wir müssen in diese Richtung hier. Okay. Eingang. Ja, Ringshop, das passt doch. Nice, nice. Den hier hätte ich mit 4 Jahren sicher hart gefeiert. So, jetzt sind wir hier in der Lobby vom Dorint Hotel. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, Mann, ich merke richtig, wie die Diät an mir zieht. Vor allem an solchen Tagen wie heute, wo man unterwegs ist, wo man nicht diesen Daily Routine hat, wo ich jetzt mal also zu Hause easy peasy mal ins Training würde. Ich merke, es ist richtig krass. Defi kommt rein. Und ich ziehe mir jetzt einen verdammten Protein-Shake. So, das sind jetzt hier 30 Gramm Reis und 30 Gramm Erbse. Fuck, ich bin skinny geworden, Mann. Mein Hals ist richtig dünn. Hast du mal ein Foto von mir gesehen, wo ich noch im Aufbau war? Sieht ganz anders aus. Also ich habe dich in den letzten Wochen dich ein bisschen verfolgt. Und da sieht man schon, dass du immer dünner wirst. Ja. Aber ich glaube, den krassen Vergleich, ich weiß nicht, Wie viel Kilo hast du jetzt weg? 7. Wolverine gehe ich noch nicht ganz durch, das fehlt mir noch ein bisschen der Bart. Ja. Von daher, Vegan Fist passt schon. Hier noch mein Meal auf Reserve, das ziehe ich mir nachher rein. Hier habe ich noch ein paar Snacks im Start. Das hier richtig, richtig krass, Leute. Das ist das Auto, in dem ich heute meine letzten Stunden verbringen werde. Oh yeah, was ist das denn? BMW, ja? M5. Wie viel PS hat der? Zu viele. Zu viele? Ich würde da nicht mehr fahren. Du wirst nicht mehr fahren? Aber ich bin ja auch kein Rennfahrer. So wie du. Halt, würde das gar nicht aushalten. Jetzt macht die mir langsam Angst. Wisst ihr das? Langsam weiß ich wirklich nicht mehr, was ich davon halten soll. Ich habe ja noch vorhin hochgepokert gesagt, durch meine veganen Fähigkeiten und so wird das Ganze funktionieren, aber ich mache mir jetzt auch langsam schon Sorgen. Ich frage sie mir jetzt wirklich, ob ich jetzt schon essen soll oder nicht, weißt du? Ich habe es auch noch nie gemacht, aber ja. Ich kenne jemanden, der es gemacht hat und gesagt, es ist auf jeden Fall schlimmer als Achterbahnfahren. Schlimmer als Achterbahn? Ja. Oh. Gerade in den Kurven. Es geht jetzt weiter zur Einschreibung. Dort werden wir jetzt unterschreiben und auch ganz klar bestätigen, dass wir keine Haftung übernommen wird für unsere Verletzungen. Das heißt also, alles, was jetzt passieren wird mit mir, trage ich das Risiko selbst. Ich hoffe natürlich, dass ich es entsprechend auch überleben werde. Ja. Machst du auch eine Fahrt? Nee, ich mache keine Fahrt. Du guckst aber mir zu. Ich schaue zu, aber dein Körper wird das wohl aushalten. Er wird es schon aushalten, oder? Ja. Das muss ich jetzt kurz ausfüllen. So Leute, ich check's mal ab. Wir haben hier das Buffet, aber es sieht meines Wissens nicht ganz vegan aus, deswegen gönne ich jetzt hier noch kurz einen Snack. Das ist, glaube ich, einiges angenehmer. So, hier werden die Cars poliert. Hier sieht man das Ganze von außen live. Hier werden die Wagen aufpoliert. Wir sind jetzt hier in der Box. Gleich geht's los. Ich bin ja so ein bisschen hier als Testobjekt, ob ich es überhaupt in die X-Men-Reihe schaffe. Und wenn ich die Runde überlebe, dann bekomme ich vielleicht die Erlaubnis, im nächsten X-Men dann der Vegan Fist zu sein. Aber das ist noch nicht ganz klar. Wir sind dann noch so ein bisschen unschlüssig. Also, das Auto sieht schon sehr kriminell, sieht sehr schnell aus. Das fährt so ein Ding. Das ist ja sehr schnell. Ich meine, hier erreichen wir Spitzengeschwindigkeiten, sagen wir mal. 275 bis 280. 280. Ja. Soll nicht ganz so schnell sein. Eigentlich der Veranstalter entscheidet, dass das hier keine 300 fahren. Kann. Nee, einfach wegen der Sicherheit. Deswegen sind die Autos auch reglementiert. Ja, das ist das schnellste, was du mal gefahren bist. Eigentlich dann nur auf der Autobahn. Also über 300. Oh ja,
Auf der Autobahn. Ja. Kosten auf. Okay. 500.000. Geh raus, wenn du jetzt raus. Das ist teuer aus meinem Cayenne. Und was erwartet mich jetzt in diesem Renntaxi genau? Werde ich da an meine Grenzen stoßen, wie das der ein oder andere hier schon angedeutet hat, oder denken Sie, es wird ein Klacks? Also ich glaube nicht. Ich bin hier vor Jahren mitgefahren und kannte die Strecke nicht. Und das war für mich also auch, dachte ich, oh Gott, wann bremst du denn endlich mal? Okay. Oh, shit. Gerade hier auf der Nordschleife. Herr Wolf, das sagt. Gerade hier auf der Nordschleife. Das ist das Ding, ja, wird man sicherlich das eine oder andere Mal denken, oh Gott, wäre ich bloß nicht eingestiegen, weil es sind viele Kurven, die man gar nicht sieht. Da ist vorher eine Kuppe, wir sind blind, man fährt über eine Kuppe mit 200 und dann plötzlich ist eine Kurve. Und wenn man die Strecke nicht kennt, dann denkt man, man ist jetzt im Arsch. Ja. Ah, okay, cool, hey, vielen Dank. Ja, viel Spaß dann. Ja. Ja. Danke. Mach's gut. Jetzt geht's in den Arm, jetzt geht's ins Eingemachte. Das ist jetzt noch die letzte Challenge vor der richtigen Challenge. Wie lange brauche ich, um in den Anzug reinzukommen? Leute. I'm ready to fight. The X-Men are coming. I'm gonna save the world one more time. Jetzt bin ich in der Szene, oder? Jetzt kann man mich als Rennfahrer schon mal ernst nehmen. Jetzt werde ich hier auch geachtet. So, jetzt kommt hier die Unterhose von gestern. Und den Koch. Muss so offen sein, oder? Ja, genau. Mundschutz. Riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Blumig. Da bin ich noch vorbei. Nee. Oh, der ist zu klein. Der fühlt sich zu klein an. Muss schon eng sein. Oh. Ja, der fühlt sich schon an. Ja, der muss auch eng sein. Ja, muss er. Alright. Passt, oder? Wir sind jetzt hier mit dem Eric from Sweden. Hallo, man. Und er ist heute der Driver. You're the Driver, huh? 19. Da hatte ich noch nicht mal meinen verdammten Führerschein. And what do you think, Eric? Am I gonna make it? I'm not sure. Are you fit for it? I'm very fit, yeah. I didn't train for this. For this event, but I'm training like 6 times a week, so... Yeah, maybe you make it. Alright. You may be alive. Alright, Leute, ihr habt's gehört. Vielleicht überlebe ich's. Ich würde sagen, wir drehen jetzt richtig durch. Let's do it! Okay.
waren und der Typ nochmal richtig hart beschleunigt hat, neben dem einen rechts durch und so, da habe ich schon so gedacht, Alter, wenn jetzt irgendein Fehler passiert, dann sind wir alle weg, Mann. Man merkt halt schon, dass die Jungs wissen, was sie machen, Junge. Ja, unser Fahrer war 19 und ich habe schon so gemerkt, er ist noch richtig jung und der will noch so richtig draufdrücken, dass wir gar nicht wissen, wie der in 2 Stunden fährt, wenn er ein bisschen eingefahren ist. Dann. Das ist vor allem jetzt alles noch mit angezogener Handbremse eigentlich. Ja, eben. Das ist noch kontrolliert und er kommt. Er fährt schon ziemlich lange und er weiß, was er macht. Ja, man merkt es. Also auf jeden Fall eine richtig coole Erfahrung. Ich bin jetzt gespannt, wie mein Körper darauf reagieren wird. Also heute ins Beintraining werde ich sicher nicht mehr gehen. Aber dafür morgen dann und eben so ein bisschen Hals ist natürlich, merkst du schon, so diese Abbremsen. Aber insgesamt habe ich es ganz gut überstanden. Also war eine coole Sache. Danke nochmal auch an dich. Ja. Gerne. Bleich bin ich auch nicht wirklich geworden. Also ich habe es eigentlich gut überstanden. Aber was ich auch ganz klar festgestellt habe, ich werde nie ein Rennfahrer werden. Also wenn die X-Men irgendwann einen Private Driver brauchen, dann bin ich der Falsche. Wenn es darum geht, aber ordentlich für Gerechtigkeit zu sorgen auf dieser Welt, dann bin ich auf jeden Fall der richtige Mann. Oh, Unterkühlungslevel over 9000, jetzt sind wir back in der Falcon Launch. Und jetzt gibt es meine erste richtige Mahlzeit. Ich hätte eigentlich schon um 3 Uhr essen wollen. Aber ich habe einfach gedacht, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, deswegen... Jetzt gibt es Milch, habe ein bisschen aufgestackt und ein paar Gurken und Tomaten. So, wir sind jetzt in Frankfurt. Dieses Mal aber mit normalem Tempo gefahren, also richtig entspannt. Ging aber fast 2 Stunden, also es war wieder mal ein höllischer Roadtrip. Der ist ja noch nicht vorbei. Nachher fliege ich noch zurück nach Zürich und von dort fahre ich dann nochmal nach Hause. Nadine gibt jetzt hier das Auto ab. Und dann checke ich mal ins Flugzeug ein. So Leute, ich bin am Gate und für mich geht es jetzt zurück nach Zürich. Es war ein richtig cooler Tag, es war ein anstrengender Tag, aber er war richtig cool. Und ich hoffe, ich konnte euch damit auch mal so ein bisschen was Neues zeigen, mal abseits vom Bodybuilding. Heute gibt es wie gesagt kein Training, es gibt jetzt nur noch die Rückreise und dann noch ein fettes Meal zu Hause. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst einen Daumen nach oben da. An dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an ProFuel, X-Men, den neuen Film, der bald kommen wird. Und an alle, die das möglich gemacht haben. Besten Dank fürs Zuschauen, Leute. Und man sieht sich im nächsten Video, wahrscheinlich bereits in L.A. Bis bald. Peace out. X-Men Apocalypse. Ab Donnerstag, 19. Mai, nur im Kino. In apokalyptischem 3D.